Jo, wir sind jetzt hier auf dem Splash. Hört ihr ja schon, hier geht richtig die Post ab heute. Der ist wieder da. Christian ist ein Baba-Typ, Walla. Hier gibt's wilde Party, sagt ihr nur Don Peace. Jo, Freunde, heute geht's zum Splash Festival zu Haftbefehl Chemnitz. Wir haben eine gute Fahrt vor uns. Ja, hier, der erste ist schon da, der zweite auch. Der dritte auch. Schauen wir mal, was abgeht. Wir werden bestimmt einige Leute treffen. Komm, wir starten heute richtig gestärkt. Jeden Tag, ja? So, gesund Trip, oder? Na, mein ist besser. Irgendwas Champagner rein. Alter, mein. Einmal umgerührt. Mein ist besser. Was habt ihr hier? Datteln mit Walnüssen? Ja, beste, was es gibt. Beste, was es gibt. Ey, wir hatten hier gesessen. Ich muss erst mal eine halbe Stunde den Sitz einstellen. Der aktuelle Trainingsstand aus. Gut, ich bin im Training. Keine Spirit Schmerzen. Spirit auch wieder angefangen? Ich war bei einer Einheit, ja. Ich bin ja erst von Capri gekommen. Deswegen, wir sind ja jetzt erst zwei Tage wieder hier. Was war das für eine Reise? Geburtstags- und Hochzeitsreise, sagen wir es mal. 10 Jahre verheiratet. Was war denn heute Morgen los eigentlich? Wir haben wir um 9 Uhr verabredet zum Ring. Ja, eigentlich wollte ich gehen, aber wenig Schlaf die Nacht. Meinem Sohn ging es nicht gut. Hat 2-3 Mal gebrochen. Wie es im normalen Leben ist, verpasse ich halt auch mal ein Training. Aber ist auf jeden Fall wichtiger dann da zu sein. Tommy, was erwartet uns heute? Ich spiele Langeweile. Viel Langeweile. Wie war die Fahrt? Brutal. Hast du ja gesehen, ne? Alle haben geschlafen. Wer ist gefahren? Wie lange sind wir gefahren? 3,5 Stunden. Das ist isotonisch, das ist nach dem Training. Alkoholfrei? Ja, ja, ja. Sehr gut. Christian hat ein schönes Schwarzes. Alles gut. Was ist dabei? Schwarz oder rot oder weiß? T-Shirt von dir? Ich gehe schnell kurz, ey, ich gehe kurz aufs Zimmer. Ganz kurz. Hafti, was geht heute ab? Was erwartet uns heute? Was soll abgehen? Hafti hat wieder nicht geschlafen, du weißt, Rock'n'Roll jeden Abend. Heute Abend gerockt, Digi. Was soll ich dir sagen? Christian ist da aus Frankfurt, Alter. Nummer 1 von Frankfurt. Ich hab meinen Post übergeben an Christian Abend. Christian Abend ist die 1, Alter. Danach kommt Haft und dann der Rest. Wer größere Bündel hat, muss zahlen. Nee. Mit dem Bündel zu so. Jo, wir sind jetzt hier auf dem Splash, hört ihr ja schon, hier geht richtig die Post ab heute. Baba Haft wird auf jeden Fall die Bühne richtig rocken. 5 Stunden Fahrt hinter uns. Jetzt lassen wir Luft raus. Ich muss wirklich sagen, wir haben lange gesucht und den Robert hier beim Splash wiedergefunden. Der ist wieder da. Sag mal, was du hier gemacht hast, 5 Tage. Ich war im Urlaub. Ganz einfach. Wo? Hä? Hier am See. Hier am See war der da. Guck hier. Kontakt mit dem Häuser. Ja, nee. Da warst du. 5 Tage lang. Genau da war ich. Egal, sei es dir gegönnt. Zurückgefeiert hier in Deutschland. Alkis. Tommy, die Zuschauer erwarten heute Bestleistung von dir. Ich trinke doch alkoholfreies. Besser, da hat man sich besser unter Kontrolle, weißt du? Aber die Kommentare im letzten Video waren schon sehr, sehr positiv. Ja? Die Leute haben sich gefreut, dass du wieder da bist. Ja, gut. War ja lang genug pausiert, oder? Jetzt kann es wieder losgehen. Wie immer Vollgas, weißt du doch. Vollgas. Christian, meinst du, das ist vergleichbar von einem großen Kampf hier, so ein Bühneauftritt? Nein, gar nicht, nein. Ich denke mal, wenn du das erste Mal gehst, ja, aber... Boah, du gehst singen, du weißt, du kriegst nicht hier in die Schnauze. Das stimmt, aber vor so vielen Menschen? Ha? Vor so vielen Menschen? Entweder kannst du es, entweder bist du Entertainer oder nicht. Come on!
ist dein erster Eindruck zur Show? Brutal. Wie immer. Rockstar. Ganz einfach. Die Nummer 1. Ich hab kurz was vergessen. Die Nummer 1. Wie immer aber. Überragend. Hat dir gefallen, ja? Wo ist mein Lohn? Ich glaube, der Lohn wird heute in Bier bezahlt, oder? Leider ja. Aber dann muss es ein LKW voll Bier sein. Boah, da hat jemand ein bisschen Gonga mitgebracht. Nein, Mann, das ist doch Ding. Vorbereitet. Wir müssen noch Masse draufholen. Tommy, wir haben es super gemacht. Die Linie beibehalten. Keiner hat über die unsichtbare Linie getreten. Hier, der Schiedsrichter hat eine Linie gemacht. Außer einmal der Robert. Der hat die Orientierung verloren. Was steht heute noch auf dem Trainingsplan? Waldlauf. Zur Disco. Ein bisschen feiern. Dann geht's rein. Nani? Was machst du mit meinen Spielern? Mal lass sie doch unten. Der sagt nichts, ist so entscheidend. Und was macht der? Macht ein Eigentor. Hafti, bist du zufrieden mit deiner Show heute? Alter, ich bin so froh, dass der Christian immer, der supportet mich, Alter. Er ist der Beste, Wallah. Ich schwör's nicht, er ist der Beste. Er ist zu den Schwächeren ist er gut, zu den Stärkeren ist er korrekt. Christian ist ein Baba-Typ, Wallah. Er hat richtig Herz. Wer jeder was anderes sagen soll, seine Mutter ficken. Genau so. Christian, wo sind wir? Was machen wir? Jetzt sind wir zurück im Hotel, frisch machen und dann geht's weiter. Gibt es eine kleine Roomtour hier? Ich glaube heute die Roomtour, das macht keinen Sinn. Aber können wir gucken. Schau mal, ich komme halt von der Bühne runter, kommt jemand auf mich zu und sagt, ey, kurz, ich möchte dir 1 Million Euro geben. Das war doch mal geil, oder? Deswegen, tut mir leid. Ich habe Zimmer-Upgrade gekriegt. Ja. Für den Fufi. So. Für Fufi. Das ist ja fast wie in Frankfurt. Bei uns im Haus, Alter. Doch, doch, doch. Ja, Hauptbild. Okay, hier, Room Tour Nummer 1. Room Tour Nummer 1. Eikut sagt, wir dürfen nicht. Also müssen wir alles wieder einpacken. Wart, okay. Hier Schreibtisch, wo du deine Arbeiten voll ziehst. Ja, da habe ich normalerweise meinen Laptop und so liegen, weißt du? Ja, und ein Bett. Und wo geht's jetzt hin? Jetzt gehen wir in die 24. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus, oder? Auf jeden Fall. Größeres Bett, so muss es sein. So, wir machen das jetzt frisch kurz. Bisschen Deo, bisschen Parfüm. Ja, dann geht's los. Wir schauen mal, was Tommy heute auf dem Kasten hat. Auf geht's. Kleiner Mitternachtssnack, der bestschmeckendste Riegel in Deutschland. Schmeckt absolut brutal. Ist auf jeden Fall mein absoluter Favorit. Almond Coconut, ganz geil. Gleich noch ein Isoclear, die 390 Gramm. Dose optimal, könnt ihr überall mit hinnehmen. Direkt in die Tasche, ab geht's. Und ab heute gibt's 20% auf Food und Proteine mit dem Code ECKE. Also auf geht's. Tommy ist heiß für heute Abend. Warum? Was ist da drin? Sprudelwasser. Ehrlich? Ja. Warum Sprudelwasser? Was ist los? Ach, musst du schlafen gehen oder? Ja, aber ich hab mal Bock auf viel Kohlensäure. Ah, okay, Tonic Water, ja. Das ist neues Sprudelwasser, ja? Okay, das schmeckt aber echt gut. Normal Gin Tonic, bleh. Sag mal, wie sieht der aus, Alter? Ich komme aus der Bronx, Alter. Haben wir Ding? Haben wir Tisch und Flaschen? Ja, oder mehr, Bruder. Hast du heute in kurzer Hose im Club, oder was? Hast du mich schon mal anders gesehen? Wir gehen mit kurzer Hose, langer Hose, Unterhose. Wir machen was wir wollen. Hey Christian, der hat dein FIFA-Team an heute. Ja, ey, beste Team. Deswegen sage ich nichts. Ich bin wegen Uli Hoeneß, bin ich Bayern-Fan auch. Das ist der Beste. Wieso Uli Hoeneß? Weil der ist Motherfucker. Der macht die Patte. Genau so. Wer die Patte macht, macht die Patte. Christian. Kommst du, gehst genau so im Club. Oder heute gibt's wilde Party, sagt ihr nur Dompis und Wasser. Wenn Christian zahlt Dompi, wenn ich, Moe Eis. Das waren die 20, 30 Flaschen. Saint-Tropez, Saint-Tropez! Das ist hier wie 20 Jahre zurück. Wie früher Jugenddisco. Keiner kann richtig tanzen. Was ist das hier? Sag mal bitte. Schöner macht schöner! Tommy, das war der krasseste Club, in dem ich jemals war. Ja? Das war der beste Club in meinem ganzen Leben. Müssen wir Champagner hatten? Ich bin geschockt. Ich zieh morgen früh weiter. Wohin geht's? Zur Familie nach München. Also morgen wird Abriss in München sein. Champagner. For free. Champagner Tommy auf Tour. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das so haben wollt, dass wir mal, ich sag jetzt mal, vielleicht 5 bis 8 deutsche Städte besuchen
jede Woche irgendwo eine andere Clubtour.